So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich hatte ja dieses sehr lange Lehr-Lern-Video, 3 Stunden. Es gab auch einiges an Aufregung. Ich meine, da würde ich gerne auf jeden Fall reden, nochmal mit Ihnen, wie das gelaufen ist. Aber das Problem ist, wir können es nicht, also ich musste ja sowieso, die Lehrevaluation sollte man ja sowieso mal besprechen. Und es gibt auch viele Sachen, wo ich wirklich glaube, dass ich auch ein bisschen aufklären kann, wie die Sachen entstanden sind. Und die zeitliche Belastung, die ist natürlich ganz klar, die ist natürlich enorm und das sehe ich natürlich genauso. Und die ECTS-Credits, die Sie dafür kriegen, das stimmt natürlich nicht, dass jeder Credit für 25 bis 30 Stunden steht. Das kommt aber aus ganz anderen Problemen. Weil das ist natürlich in jedem Mathe-Studiengang so, das ist wahrscheinlich in jedem Chemie-Studiengang so. Und irgendwann gab es halt diese Hochschulpolitiker, die gesagt haben, jeder Studiengang, Bachelor, Master hat 380 plus 120. Also ich glaube, stimmt das? Ist das 300 Credits oder was? Weiß jetzt gar nicht genau. Ja, und das ist natürlich Quatsch. Man kann ja nicht Traditionen durch irgendeinen Beschluss von Politikern einfach ändern. Ja, deshalb sagt ja nicht der Mathe-Fachbereich, wir senken jetzt das Niveau oder sowas. Gut, aber da müssen wir, ich finde wirklich, wir müssen das diskutieren, wir müssen viel drüber noch diskutieren. Die zeitliche Belastung ist mir völlig klar. Ich versuche jetzt heute mal zumindest mit diesem Kapitel durchzukommen, was ich mir heute vorgenommen habe, deshalb würde ich jetzt auch gleich anfangen und Fragen zum Lehr-Lern-Video inhaltlicher Art würde ich gern nach hinten stellen, okay? Und auch natürlich diese anderen Fragen über Evaluation und so weiter, das würde ich nach sehr weit hinten stellen, aber ich will es nicht wegwischen. Gut, Paragraph 10.3, aber wenn es jetzt Fragen gibt zu dem, was wir jetzt machen, auf jeden Fall sofort fragen, ja? Diagonalisierbarkeit und Trigonalisierbarkeit. Okay, so, machen wir mal hier zu. Also es ist ein sehr schönes Kapitel und Sie brauchen auch nicht die Sachen aus dem Video hier. Und deshalb habe ich das Video auch so weit gemacht. Aber es ist natürlich riesig groß, ist schon klar. Gut, 10.3.1. Ist eine Erinnerung und Definition. Das erste sage ich mündlich. Wir nennen eine Matrix quadratisch, wenn sie genauso viele Zeilen wie Spalten hat. Ja? Okay, das habe ich auch schon mündlich oft benutzt. Aber ich habe es schriftlich noch nie formuliert. Glaube ich, im Skript steht es. Und eine quadratische Matrix nennt man in, und jetzt kommen drei Sachen. Erstens in oberer Dreiecksgestalt, und auch das habe ich mündlich wahrscheinlich schon öfter benutzt, Diagonalgestalt, beziehungsweise in unterer Dreiecksgestalt, weil man nennt dann die Matrix auch eine obere Dreiecksmatrix, eine Diagonalmatrix oder eine untere Dreiecksmatrix. Oder man nennt sie einfach nur Dreiecksmatrix, wenn sie obere oder untere Dreiecksgestalt hat. Achso, das steht hier sogar. Ja. Also das habe ich jetzt mündlich gesagt. Wenn sie von folgender Form ist, also einmal auf der Diagonalen, die geht ja immer von links oben nach rechts unten, ja, nicht irgendwie von, nicht die andere Diagonale, das, mit Diagonale meine ich immer das, okay, Lambda 1 bis Lambda n, ja, das ist dann eine n-Kreuz-n-Matrix und auf der Diagonale steht irgendwas, ja, also ich könnte ja auch Stern schreiben, aber ich will hier diesen großen Stern. Und wenn ich nur einen großen Stern mache, dann wissen Sie ja vielleicht gar nicht, bis wohin der gehen soll. Deshalb habe ich hier mal die Lambda-Is reingeschrieben.
Und ich habe Lambda is benutzt, weil das dann automatisch die Eigenwerte sein werden. Denn wenn ich das charakteristische Polynom bilde, dann ziehe ich ja hier auf der Diagonale minus x ab und bilde dann die Determinante. Und die Determinante von so einer 3x-Matrix ist ja dann das Produkt der Diagonaleinträge. Und so sieht man, dass das charakteristische Polynom von so einer Matrix einfach das Produkt über Lambda i mal x ist. Ja? Und das hat ja als Nullstellen genau die Lambda i's. So sind das dann genau die Eigenwerte. Und die Eigenwerte haben wir oft mit Lambda bezeichnet. Spiel ist aber jetzt egal. War jetzt nur, warum nehme ich Lambda i's und nicht a i's oder so. Gut, aber es spielt ja keine Rolle. Darf ich sowieso machen, wie ich will. Und Sie auch. Gut. Diagonalgestalt wäre dann, wenn oben eben auch nur Nullen stehen, oberhalb der Diagonale, und untere Dreiecksgestalt, naja, das kann sich jetzt wirklich jeder selber denken, da steht unterhalb der Diagonalen irgendwas und drüber stehen lauter Nullen. Jetzt haben wir es halt mal definiert, gell? So, und ja, und Sie haben ja schon, ich habe ja schon gesagt, das charakteristische Polynom von solchen Matrizen zum Beispiel ist sehr leicht zu berechnen, also wir sehen direkt die Eigenwerte. Und man sieht schon irgendwie, diese Matrizen, die sind besonders schön. Ja? Wenn man jetzt einen Endomorphismus eines endlichdimensionalen Vektorraums hat und man will jetzt eine Darstellungsmatrix bezüglich einer Basis, ja? Also man hat f von v nach v, v ist endlichdimensional, ja? f ist ein Endomorphismus, dann will man ja oft eine Darstellungsmatrix für verschiedene Zwecke. Ja? Und also da, man könnte auch zwei Basen, zwei verschiedene wählen, ja? Aber besonders schön, besonders nützlich ist, wenn man dieselbe Basis im Definitions- und im Zielvektorraum wählt. Das ist oft besonders nützlich. Und ja, also m von f, v, v. Und wir hatten ja schon gesehen, dass diese Darstellungsmatrix, die wird besonders schön, wenn wir zum Beispiel wenn viele Eigenvektoren in der Basis sind, dann wird die viele Nullen nachher enthalten und so weiter. Und das ist so ein bisschen das Ziel heute. Und naja, so eine der schönsten Formen, die diese Darstellungsmatrix haben könnte, wäre zum Beispiel eine Diagonalmatrix. Ja? Gut. Und dann nennt man diesen Endomorphismus diagonalisierbar, wenn er so eine schöne Darstellungsmatrix hat. Ja? Also das Ziel ist, schöne Darstellungsmatrizen zu finden. Und das heißt dann natürlich auch, dass die Basis besonders schön ist. Diese Basis, man sieht dann sehr, sehr, also ja, die, wenn diese Matrixdarstellung sehr schön ist, dann hat die Basis natürlich auch sehr schöne Eigenschaften und sagt viel darüber aus, viel Sachen aus, mit denen wir f dann gut verstehen können. Also sei v ein Vektorraum und f ein Endomorphismus von v. F heißt diagonalisierbar bzw. trigonalisierbar bzw. trigonalisierbar. Okay, wenn es, aber was ist denn ein, wird man im Deutschen Trigon sagen? Ich weiß nicht, da ist ein Dreieck, es gibt ja ein Polygon, also im Englischen Triangle, das heißt natürlich, dass man es in Dreiecksgestalt, dass man eine Darstellungsmatrix in Dreiecksgestalt findet. Also wenn es eine Basis gibt, und damit meine ich natürlich geordnete Basis von V, gibt, derart, dass M von, dass die Darstellungsmatrix von F bezüglich V diagonal bzw. obere Dreiecksgestalt hat. Diagonal bzw. obere Dreiecksgestalt hat. Gut. Ja,
warum nehme ich jetzt obere Dreiecksgestalt? Ja, ich hätte auch untere nehmen können, das werden wir aber später sehen. Und ja, irgendwas muss ich erstmal in der Definition nehmen, sonst wird es kompliziert. Es wäre auch äquivalent dazu, dass eine untere hat, das sehen wir später. B, eine Basis, in Klammern Basis oder geordnete Basis, das will ich für beide hier brauchte ich ja eine geordnete, weil sonst macht ja die Darstellungsmatrix keinen Sinn. Aber den nächsten Begriff, den will ich für Basen und auch für geordnete Basen. Eine Basis oder geordnete Basis von V heißt Eigenbasis bzw. geordnete Eigenbasis. Und das werde ich mit EB abkürzen. Eigenvektor habe ich ja mit EV, Eigenraum mit ER, Eigenwert mit EW und das ist jetzt EB. Heißt Eigenbasis bzw. geordnete Eigenbasis für F. Man kann sich fast schon denken, wenn sie nur aus Eigenvektoren von F besteht. Okay? So, und ja, Satz 10.3.3. Sei F ein Endomorphismus eines endlich dimensionalen Vektorraums V, dann sind folgende Sachen äquivalent. A, F ist diagonalisierbar. B, F besitzt eine Eigenbasis. Ja. Das heißt, es gibt eine Eigenbasis für F, es gibt eine Basis, die nur aus Eigenvektoren von F besteht, eine Basis von V natürlich, ja. So, ja, okay, also das soll natürlich eine Basis von V sein, ist ja klar, weil F auf V definiert ist, ja. F besitzt eine Eigenbasis und C, das charakteristische Polynom zerfällt, das heißt ja, es ist ein Produkt von Linearfaktoren. Ja, so ein Produkt von, es ist minus 1 hoch n, das ist ja immer der höchste Koeffizient, mal Produkt x minus Lambda i. Ja, solche, also chi f gleich Produkt x minus Lambda i. Oder Sie können auch schreiben Produkt Lambda i minus x. Ja. Das hat als Nullstellen genau die Lambda i's. Wenn chi f so zerfällt in Linearfaktoren, die Lambda ist natürlich aus dem Körper k, und für jeden Eigenwert von f stimmen die geometrische und die algebraische Vielfachheit überein. Die geometrische Vielfachheit eines Eigenwerts war die Dimension des zugehörigen Eigenraums. Der Eigenraum besteht aus allen Eigenvektoren zu diesem Eigenwert und aus dem Nullvektor. Die algebraische Vielfachheit war die Information, wie oft, wenn Lambda i so ein Eigenwert ist, das Lambda i's müssen ja hier die Eigenwerte sein, wenn ich das hier so schreibe, dann war das die Information, wie oft ein Lambda i hier auftaucht. Es kann ja Lambda 1 gleich Lambda 2 sein, dann wäre die Vielfachheit von Lambda 1 mindestens 2. Ja? Oder sogar noch größer, wenn Lambda 3 zum Beispiel auch noch oder Lambda 5 auch noch Lambda 1 ist. Okay? Also das war die algebraische Vielfachheit. Gut, Beweis. Ja, gibt es dazu Fragen? Wir müssen jetzt nicht hetzen, also das... Sind von diesen Videos war ja gerade, dass wir nicht hetzen in der Vorlesung auch. Und das will ich auf keinen Fall. Gibt es dazu Fragen? Nein. Okay, dann machen wir weiter. Sei V ein K-Vektorraum, n die Dimension von V,
und sei V endlichdimensional und F ein Endomorphismus von V. Das ist einfach, ja, weil in der Behauptung des Satzes habe ich ja zum Beispiel dem Körper keinen Namen gegeben und der Dimension keinen Namen gegeben und das mache ich halt hier. Gut, und jetzt, muss ich Äquivalenz von drei Aussagen zeigen. Dieses Äquivalent heißt ja, die folgenden Aussagen sind äquivalent. Ja, im Skript schreibe ich da immer einen ganzen deutschen Satz, aber hier nicht. Gut, und ich beweise jetzt mal die Äquivalenz von A und B. Ja? So, und das folgt aus der folgenden Tatsache. Ich beweise jetzt erstmal eine Tatsache, eine kleine Hilfsbehauptung. So, nämlich was heißt das eine geordnete Basis, dass die Darstellungsmatrix bezüglich einer geordneten Basis in Diagonalgestalte ist? Das klären wir hier mal, obwohl es vielen vielleicht schon klar ist. Ja, sei V eine Basis von V. Geordnete natürlich, dann gilt für Lambda 1 bis Lambda n in K, dass die Darstellungsmatrix von F bezüglich V die Diagonalmatrix mit Diagonaleinträgen Lambda 1 bis Lambda n ist. Genau dann, in den Spalten der Darstellungsmatrix stehen die Koordinaten der Bilder der Basisvektoren. Das heißt, in der ersten Spalte steht zum Beispiel das Bild, da stehen die Koordinaten des Bildes von V1. Ja, also die Koordinaten von V1 bezüglich der Basis V, die Koordinaten von F von V1 bezüglich der Basis V sind Lambda 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ja? Und so ist es auch entsprechend für die anderen. Also allgemein für jedes I in jeder Spalte muss... Also da stehen in der I-Spalte stehen die Koordinaten von Vi bezüglich V. Und das muss eben gerade die i-te Spalte sein. Ja? Das war einfach, wie man die Darstellungsmatrix bestimmt. Das ist hier die i-te Stelle. Aber was heißt denn das, wenn ich das explizit dahinschreibe, dass die Koordinaten das sind? Das heißt ja einfach, wenn ich f von Vi... muss hier stehen, das ist tatsächlich im Skript falsch auch. So. Das heißt, dass f von Vi sich mit diesen Koeffizienten als Linearkombination der Vis schreiben lässt. Das heißt, das ist 0 mal V1 plus und so weiter, plus 0 mal Vi minus 1 plus Lambda I Vi plus 0 mal Vi plus 1 und so weiter, plus 0 mal Vn. Ja, das ist die Bedeutung oder die Definition der Koordinatenabbildung, Koord V, gewesen, die ich jetzt genutzt habe. Und das ist natürlich Lambda I mal Vi einfach. Ja. Und das heißt ja, dass F von Vi gleich Lambda I Vi ist. Und das ist ja fast die Definition eines Eigenvektors. Das heißt ja fast, dass Vi ein Eigenvektor ist. Eigenvektor, da müsste man noch prüfen, dass Vi nicht der Nullvektor ist, weil der ist per Definition nie ein Eigenvektor. Aber das war ja Teil einer Basis. Wenn es Teil einer Basis war, dann war es sicher nicht der Nullvektor, sonst wäre diese Basis ja sofort linear abhängig. Okay, gut. Okay, also habe ich hier das für alle i in 1 bis n gilt, dass Vi ist ein Eigenvektor von f zum Eigenwert Lambda I. Okay? Und ja, jetzt schauen wir nochmal, was sollte man denn beweisen? A, genau dann, wenn B. Wenn F, da benutzen wir jetzt zweimal diese Hilfsbehauptung Stern hier. Wenn F diagonalisierbar ist, dann gibt es ja so eine Basis bezüglich derer, dass diese Gestalt hat. Und diese Basis ist dann eben eine Eigenbasis. Ja? Und umgekehrt, wenn F eine Eigenbasis besitzt, dann
Dann ist das sei erfüllt, und dann ist eben das erfüllt, dann hat eben bezüglich derselben Basis f diese Diagonalgestalt. Ja? Also eigentlich gilt natürlich ein bisschen mehr als die Äquivalenz von a und b, weil es sozusagen immer noch mit derselben Basis geht. Ja? Aber ich habe das jetzt nicht extra formuliert, weil es eh alles so einfach ist. Ja? Im Beweis sieht man natürlich, wenn ich eine Basis habe, bezüglich der f Diagonalgestalt hat, dann ist das eine Eigenbasis und umgekehrt. Ja? Das habe ich jetzt nicht mehr extra formuliert. So, aber ich glaube, das war eh alles sehr, sehr einfach. Aber interessanter ist, glaube ich, der Zusammenhang mit C. Der Zusammenhang mit dem charakteristischen Polynom. Also aus A daraus folgt C. A daraus folgt C, wie geht das? Sei f diagonalisierbar. Wähle eine geordnete Basis V von F mit M von FV gleich das da, wobei alle Lambda I sind K sein sollen. Ja. Ja, ist jetzt nicht mehr gerade nach Standards von Beweismechanik, da hätte ich lieber schreiben sollen, wähle eine geordnete Basis V von V und Lambda 1 bis Lambda n in K mit das da. Ja, habe ich einfach so noch dahinter geklebt, Lambda I in K, das ist nicht schön, aber man wird halt nachlässig mit der Zeit. Gell? So, dann, die gibt es ja bei F diagonalisierbar ist, das war ja gerade die Definition von diagonalisierbar, dass es die Dinger gibt, und dann habe ich sie jetzt gewählt. Und jetzt das charakteristische Polynom kann ich ja mit einer Darstellungsmatrix bezüglich einer beliebigen Basis ausrechnen. Dann nehme ich genau die. Okay, also ich nehme die Darstellungsmatrix und ziehe hier x mal die Einheitsmatrix ab. Dann ist das ja die Determinante von Lambda 1 minus x und so weiter, Lambda n minus x. Das bleibt eine Diagonalmatrix, habe nur auf der Diagonalen immer noch die unbestimmte x abgezogen. Das Determinante einer Diagonalmatrix ist natürlich das da, das Produkt der Diagonaleinträge. Das ist eine Determinante einer Matrix über den Polynomring. Die Diagonales geht natürlich ganz einfach. Ich habe das. Und das ist minus 1 hoch n, Produkt i gleich 1 bis n, x minus Lambda i. Es zerfällt also. Es zerfällt chi f also. Ja? Und nun müssen wir aber noch zeigen, dass die algebraische und geometrische Vielfachheit von jedem Eigenwert übereinstimmen. Sei nun Lambda ein Eigenwert von f. Ja, da muss es eines der Lambda i's sein, weil die Lambda i's sind offenbar genau die Eigenwerte von f, weil die Eigenwerte, wir haben ja gezeigt, die Eigenwerte sind genau die Nullstellen des charakteristischen Polynoms. Hier sieht man, dass die Nullstellen genau die Lambda i's sind. Gut, also das heißt, und ich hätte die Lambda i's, die kann ich ja umnummerieren, ja, oder wenn Sie so wollen, ich hätte hier die Basiselemente vertauschen können in dieser geordneten Basis, dann wäre das hier anders, ja, es ist egal, ich kann die Lambda i's umnummerieren. Also Lambda ist Lambda 1, sagen wir mal, ja. Also ohne Einschränkung, Lambda gleich Lambda 1. Und jetzt frage ich mich, wie oft kommt das Lambda 1 noch in den restlichen Lambda i's vor, weil es geht ja irgendwie um die algebraische Vielfachheit. Und sage ich mal, die Lambda i's seien sogar so sortiert, dass am Anfang immer das Lambda kommt, solange es eben kommt. Ja, also wenn Lambda 1 das einzige Mal ist, wo Lambda auftaucht, dann ist eben m gleich 1. Und wenn Lambda 2 auch noch Lambda 1 ist, dann ist m mindestens 2 und so weiter. Also ich gehe hier bis m und danach soll es aber immer ungleich sein. Danach Lambda i für i in m plus 1 bis n. Soll ungleicher Lambda sein. Ohne Einschränkung gilt das, ja, gut.
Okay, und das ist die algebraische Vielfachheit. M ist die algebraische Vielfachheit, ja? Das heißt, wir müssen zeigen, dass die Dimension des Kerns, die Dimension des Eigenraums, also des Kerns von F minus Lambda Identität, dass die gleich M ist. Gut. Wir wissen schon, dass die algebraische Vielfachheit immer kleiner gleich der geometrischen Vielfachheit ist. Das haben wir schon vor längerer Zeit gezeigt. Ja? So, also aus 10, 1, 15 war das, wissen wir schon, dass kleiner gleich gilt in dieser Gleichung. Da müssen wir nur noch größer gleich zeigen. Das heißt, wir müssen zeigen, M ist kleiner gleich die Dimension dieses Kerns. So, aber nach der Behauptung Stern gilt F von Vi gleich Lambda Vi für I in 1 bis M. Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich meine, weil einfach das Vi ist eben ein Eigenvektor zum Eigenwert Lambda I. Ja, das haben wir in Stern gesehen und das ist eigentlich eh sowieso klar. Und dann, ja, und das Lambda I war eben Lambda, wenn I zwischen 1 und M ist. Gut. Okay, also haben wir, die Vis sind Eigenwerte zum Eigenwert Lambda. Ja, also sind sie alle im Eigenraum, also sind sie alle Elemente im Eigenraum. Und der Eigenraum, ja, und die sind auch linear unabhängig, V1 bis Vm sind linear unabhängig. Ja, weil V eine Basis gebildet hat, sind ja sogar V1 bis Vn linear unabhängig. Also auch V1 bis Vm. Und das sind also linear unabhängige Elemente in diesem Unterraum von V, in diesem Eigenraum. Und damit hat der Eigenraum natürlich Dimension m, wie wir gelernt haben. Ja? Weil wenn die Dimension kleiner wäre, gäbe es nicht so viele linear unabhängige Elemente da drin. Gut, also, ja, und dann, also sind V1 bis Vm linear unabhängige Elemente des Eigenraums Kern von F minus Lambda Identität. Gibt es dazu Fragen? Wenn nicht, dann machen wir weiter mit, jetzt haben wir A genau dann, wenn B, wir haben A daraus folgt C, dann bräuchten wir noch C daraus folgt A oder C daraus folgt B, das ist ja dann egal. Ich mache mal C daraus folgt B. Gelte C. Gut, das ist eigentlich die interessanteste Implikation hier. Bezeichne die paarweise verschiedenen Eigenwerte von F mit Lambda 1 bis Lambda M. Okay? Ja, das sind jetzt die paarweise verschiedenen, da sind keine doppelt, ja? Deshalb ist auch M kleiner gleich als N. Ich weiß nicht, also irgendwas zwischen 0 und N ist das M, ja? Gut. Und bezeichne deren algebraischen Vielfachheiten und deren algebraische Vielfachheiten mit Alpha 1 bis Alpha M. Ja. Die sind natürlich größer gleich 1, weil ja, algebraische Vielfachheiten sind immer größer gleich 1, weil jeder Eigenwert ist ja eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms. Ja. Gut, und was wissen wir denn noch, da chi f zerfällt? Muss ja die Summe der Lambda Is der Grad vom charakteristischen Polynom sein. Ja?
Klar, weil das charakteristische Polynom ist ja minus 1 hoch n, x minus Alpha i, x minus Lambda i hoch Alpha i. Genau. Warum ist es das? Weil eben, ja, also es zerfällt ja in Linearfaktoren, das heißt, a priori könnten vielleicht noch andere Linearfaktoren da sein. Ja? Keine Ahnung, aber dann dieses μ wäre ja dann auch ein Eigen, wäre ja dann eine Nullstelle des charakteristischen Polynoms, wäre dann also auch ein Eigenwert. Aber es muss ja eines dieser Lambda Is gewesen sein und die sind ja hier schon, die stehen ja hier schon alle. Also die Summe der Alpha Is ist der Grad von Chi F und das war n. Der Grad war ja immer n, die Dimension des Vektorraums. Gut, und schauen wir mal die Eigenräume an. Die Eigenräume, die haben nach Voraussetzung, C war ja jetzt vorausgesetzt, haben die Dimension Alpha I. Also die geometrische Vielfachheit ist ja die algebraische nach Voraussetzung. Das heißt, ich habe das. Und ja, jetzt nehmen wir mal unsere direkte Summe. So. So, also ich habe ja die Eigenräume, ich habe die Eigenräume, Kern von F minus Lambda I, Identität von V. Und ich kann ja die Summe davon bilden, ja? Ich kann die Summe davon bilden, ja? Und, aber das ist eigentlich, ja, das wäre der Spann von der Vereinigung. Also es wäre, ist einfach so, einfach, ja, das ist was ganz Einfaches, die Summe. Aber wir hatten mal gelernt, dass Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten linear unabhängig sind und da hatten wir wahrscheinlich als Korollar oder so, ich weiß nicht mehr genau, hatten wir, dass diese Summe der Eigenräume immer eine direkte Summe ist. Ja? Wir hatten, dass das eine direkte Summe ist. Ja? Und das heißt, dass ich so einen Isomorphismus habe vom direkten Produkt dieser Vektorräume in diese direkte Summe, so einen ganz einfachen, wenn Sie sich erinnern. Ja? Gut, und die Dimension von der direkten Summe, weil das ja isomorph zum direkten Produkt ist, und da haben Sie ja Ihre Übungsaufgabe gehabt, muss das dann die Summe der Dimensionen der einzelnen Kern von F minus Lambda I Identität V sein. Das wurde auch irgendwo formuliert damals, 822, aber ich habe gerade nochmal erzählt, warum das so ist, mit der Übungsaufgabe, die Sie gemacht haben. Und das ist n, also die Summe von diesem direkten, diese Dimension von dieser direkten Summe ist n. Ja, jetzt habe ich, diese direkte Summe ist ja ein Unterraum in V. Ja? Ein n-dimensionaler Untervektorraum des n-dimensionalen Vektorraums V. Also ist er ganz V. Okay? Also ist er ganz V. Also ist diese Summe, die im Übrigen direkt ist, ist ganz V. So, jetzt wähle ich eine Basis und jetzt, das hat auch wieder mit der Übungsaufgabe zu tun, wählt man nun für jedes i in 1 bis m eine Basis, bi, des Kerns von f minus Lambda i minus Lambda i Identität auf V, da fehlt das Identität auf V im Skript. Okay, so ist die Vereinigung dieser Basen eine Basis von V. So eine ähnliche Aussage hatten Sie eben auf dem Übungsblatt fürs direkte Produkt und da hatten wir ja
hatten wir ja gefolgert, dass dann für die direkte Summe diese Eigenschaft gilt, dass man eine Basis von der direkten Summe kriegt, indem man Basen der einzelnen Summanden vereinigt. Okay? Okay, also das ist eine Basis von V. Und ja, das ist natürlich eine Eigenbasis, steht jetzt im Skript noch was da? Nein. Weil das ist eine Eigenbasis, ja, weil die Elemente von B1 sind ja Eigenvektoren zum Eigenwert Lambda 1. Die Elemente von B2 sind Eigenvektoren zum Eigenwert Lambda 2 und so weiter. Warum sind das Eigenvektoren? Weil sie Elemente des Eigenraums sind und nicht der Nullvektor sind. Warum ist kein Vektor hier der Nullvektor? Ja, weil das ja alles Basen waren und in der Basis ist nie der Nullvektor drin. Gut, gibt es dazu noch Fragen? Wir müssen noch Beweisendezeichen hinmachen. Also da sieht man jetzt auch was diese direkte Summenzerlegung hier hilft. Ja? So eine direkte Summenzerlegung ist oft sehr hilfreich. Gut. Also wenn ich jetzt bestimmen will, ein Endomorphismus eines endlich-dimensionalen Vektorraums diagonalisierbar ist, dann kann ich verschiedene Weise machen. Ich kann versuchen, eine Eigenbasis zu erraten oder so, ja. Dann ist er diagonalisierbar. Aber dazu könnte ich mir mal anschauen, die Eigenräume, könnte versuchen, könnte Basen der Eigenräume zu ausrechnen und wo ist denn der Satz jetzt? Hier ist er. Könnte dann diese Basen der Eigenräume vereinigen und könnte hoffen, dass das eine Basis des ganzen Raums ist, ja, und solche Sachen könnte ich machen, ja, gut, oder ich könnte eben C anwenden, müsste ich eine Darstellungsmatrix bestimmen, dann kann ich damit das charakteristische Polynom ausrechnen. Und da sehe ich dann, müsste ich die Nullstellen bestimmen, dann sehe ich die algebraischen Vielfachheiten der Nullstellen und ich muss noch die Dimensionen der Eigenräume berechnen und schauen, ob die gleich sind. Ja? Also so könnte man das machen. Dann sieht man, ob es diagonalisierbar ist. Und eigentlich insgeheim natürlich ist ein Beweis dieses Satzes dann ein Algorithmus mehr oder weniger versteckt, wie man es dann tatsächlich diagonalisieren kann, weil wir ja hier gezeigt haben, wie man diese Basis bekommt, diese Eigenbasis. Ja, man muss eben Basen der Eigenräume dann ausrechnen und die dann vereinigen. Ja? Gut, das heißt, im Beweis ist auch immer ganz viel versteckt. Gell? So, okay. (10.3.4) Definition. Sei A eine N-Kreuz-N-Matrix über K. Jetzt machen wir mal Matrizensprache. Wir haben immer die Sprache der Endomorphismen oder der linearen Abbildungen und die Sprache der Matrizen. Ja. Es gibt also ganze Vorlesungen, gerade bei Ingenieuren oder so, die überhaupt nie über lineare Abbildungen reden und immer nur über Matrizen. Und das ist dann oft sehr undurchsichtig und viele Beweise macht man dann nicht und so, weil es einfach nicht flexibel genug ist. Aber wir können es wieder in Matrizensprache übersetzen. Erstmal die Definition, A heißt diagonalisierbar oder trigonalisierbar, wenn die Abbildung FA, die hat man jetzt ja schon oft genug, das ist eine Abbildung von K hoch N nach K hoch N, diagonalisierbar bzw. trigonalisierbar ist. Und wir nennen eine Eigenbasis
für FA, auch Eigenbasis für A. Gut, jetzt kann man natürlich diesen Satz auch für Matrizen versuchen zu formulieren. Also sei A eine quadratische Matrix, eine N-Kreuz-N-Matrix über dem Körper K, dann sind folgende Aussagen äquivalent. A ist diagonalisierbar, ist die erste Aussage. B, A ist, ja, und jetzt kommt etwas, was Neues. A ist ähnlich zu einer Diagonalmatrix. Was heißt denn ähnlich? Hat man vielleicht vergessen. Ähnlich heißt, es gibt eine andere Matrix von derselben Größe, also mit derselben Anzahl von Zeilen und Spalten, die eine Diagonalmatrix ist. Nennen wir sie mal D. Naja, also Ähnlichkeit heißt allgemein, es gibt eine andere Matrix von derselben Größe, A und B sind ähnlich, wenn sie dieselben, dann müssen sie erstmal quadratisch sein und dieselbe Größe haben. Und dann sind A und B ähnlich, wenn es eine invertierbare Matrix P gibt, sodass A gleich PB P hoch minus 1 ist. Ja? Und ich, ja, wahrscheinlich hatte ich so definiert, dass hier das hoch minus 1 ist. Und also über demselben Körper bzw. über demselben kommutativen Ring allgemeiner, hier arbeiten wir jetzt immer über Körpern, also A und B sind ähnlich, wenn es so eine invertierbare Matrix P aus K hoch N Kreuz N ebenfalls gibt, mit A gleich P hoch minus 1 BP. Ja? Invertierbar muss sie natürlich sein, sonst könnte ich ja das Inverse hier nicht hinschreiben. Okay? Und da habe ich auch, ich glaube in einem Lehr-Lern-Video habe ich auch gesagt, das ist egal, Sie können es auch hier hinschreiben, das ist alles egal. Ja? Und Sie können auch das P und das P hoch minus 1 darüber schreiben, natürlich ist ja sowieso eine, Ähnlichkeit ist eine Äquivalenzrelation, sowieso auf der Menge der N-Kreuz-N-Matrizen über K. Gut, A ist ähnlich zu einer Diagonalmatrix und C, A besitzt eine Eigenbasis, das ist jetzt nicht überraschend, das ist dasselbe wie vorher. Und D ist auch nicht überraschend, das charakteristische Polynom von A zerfällt. Und für jeden Eigenwert von A stimmen geometrische und algebraische Vielfachheit überein. Gut, beweisen wir das mal. Löschen wir mal den nächsten Tafelabschnitt. Gibt es inzwischen Fragen? So, da haben wir Beweis. A genau dann, wenn C, genau dann, wenn D, sind eigentlich die alten Aussagen für weil diese Aussagen ja für die lineare Abbildung FA gelten. Ja? Und ja, nach Definition ist ja A und B genau die entsprechende Aussage für FA. Und auch für Chi A natürlich, weil Chi A ist ja dasselbe wie Chi F A. Ja? Ich weiß gar nicht mehr, ob das so definiert war oder ob es dann unmittelbar nach der Definition rauskam, das weiß ich nicht mehr. Aber es ist klar, dass Chi A gleich Chi von F A ist. Ja? Gut, also das haben wir. Und dann brauchen wir nur noch, irgendwie müssen wir das noch mit B verknüpfen. Also wir brauchen zum Beispiel das... Eine der Aussagen B impliziert, eine der restlichen drei, sagen wir mal A. Also gut, sei, und dann müssen wir noch von B wieder wegkommen zu einer der anderen Aussagen. Dann machen wir erstmal, dass wir nach B hinkommen.
sei FA diagonalisierbar, etwa V eine geordnete Basis von K hoch N jetzt, weil FA ist ja auf K hoch N definiert, auf dem K-Vektorraum K hoch N, sodass die Darstellungsmatrix von FA bezüglich der geordneten Basis V Diagonalgestalt hat. Und ich nenne diese, nenne diese Matrix mal D. Oft nennt man Diagonalmatrizen halt D. Und dann gilt, dass A ist natürlich die Darstellungsmatrix von FA bezüglich der Standardbasis des K hoch N. Ja? Das hatten wir schon oft und das ist auch ganz einfach. Gut, und wir hatten es auch mal gezeigt in 9.1.19, wenn ich eine andere Basis nehme und davon die Darstellungsmatrix, dann sind die ähnlich. Ja? Gut, und, aber die Darstellungsmatrix bezüglich V ist D. Ja? Und da haben wir schon, A ist ähnlich zu D und D war ja Diagonalmatrix. Gut, dann von B zurück zu einer der anderen Aussagen, nehmen wir mal C. Gut, also sei P, also wenn A ähnlich zu einer Diagonalmatrix ist, dann gibt es ja eine invertierbare Matrix P und eine Diagonalmatrix D, sodass A gleich P hoch minus 1 dP ist und dann wähle ich mir die. Ja? So, und also es ist ein schlechtes Beispiel für Beweismechanik. Ich hätte erstmal sagen sollen, die gibt es und dann wähle ich sie. Jetzt schreibe ich einfach sei in die so. Ja, sei das invertierbar. Es ist nicht falsch, was ich hinschreibe, ist aber irgendwie nicht so klar, warum das dann das beweist. Ne? Gut, sei P invertierbar und D ist eine Diagonalmatrix mit Diagonaleinträgen Lambda 1 bis Lambda n. So dass A gleich P hoch minus 1 dP ist. Okay? Jetzt müssen wir zeigen, dass wo sind wir denn? Wir müssen zeigen, dass A eine Eigenbasis besitzt. Ja? Jetzt müssen wir irgendwo diese Eigenbasis aus dem Hut zaubern. Und das kann man sich überlegen. Das ist eigentlich wieder so ein Beweis, wo ich sagen würde, eigentlich müssen wir den selber daheim machen. Ja? Also, man weiß ja, für D, was wäre denn eine Eigenbasis von D? Das wäre die Standardbasis natürlich, ja. Und dann kann man sich überlegen, naja, wenn ich will ja eine Eigenbasis, was wäre denn ein Eigenvektor von P hoch minus 1 dP? Das wäre ein Vektor V vom K hoch N, sodass ein Lambda aus K gibt, sodass das Lambda mal V ist, ja. Und die Idee ist halt einfach, dass ich das V so wähle, dass P mal V einer der Einheitsvektoren im K hoch N wird, weil dann wird ja dieser Einheitsvektor auf Lambda mal sich selber und dann kommt, ja, da muss man aufpassen, was dann passiert, weil ja, da kommt ja noch das P hoch minus 1. Aber ich glaube, die Idee ist klar, dass man die V so wählt, dass P mal V ein Einheitsvektor ist und das heißt, ich wähle VI gleich P hoch minus 1 EI einfach, ja. Also die Idee sollte, glaube ich, schon klar sein, da muss man nachrechnen, dass das geht, dass alles durchgeht. Also die V1 bis Vn aus K hoch N mit VI gleich P hoch minus 1 EI für alle I in 1 bis N bilden eine Basis von V. Ja, das müssen wir auch dann noch begründen, warum die eine Basis von V bilden. So dass FA von VI gleich A mal, das ist ja A mal VI. Und das A war ja P hoch minus 1 dP. Und jetzt das VI war P hoch minus 1 EI. Ja. Erstmal ist das so geklammert, aber ich muss ja hier nicht klammern, weil Matrixmultiplikation ist ja assoziativ. Und dieses Matrix mal Vektor ist ja, Matrix mal Spaltenvektor ist ja auch eigentlich eine Matrixmultiplikation. Spaltenvektor kann ich ja auch als Matrix auffassen. Gut, also muss ich hier nicht klammern.
Und dann kann ich aber die beiden zusammenklammern, p mal p hoch minus 1, das gibt die Einheitsmatrix, die ist neutral, dann kann ich sie rausschmeißen. Und dann steht hier p hoch minus 1 dei. Und das dei ist natürlich p hoch minus 1 lambda iei. Und das ist lambda i. Ja, das ist jetzt wirklich Skalar mal Vektor. Da gab es auch so ein Rechengesetz, das war ganz einfach. Also, wenn Sie so wollen, hier müsste ich ja so klammern. Das kann man gar nicht anders lesen eigentlich, weil das ist Skalar mal Vektor, das ist keine Matrixmultiplikation. Da hat man auch so ein Rechengesetz, dass ich den Skalar vorziehen kann. Das war auch ganz trivial. Ich weiß schon, ich soll nicht so oft trivial sagen. Gell? Das war auch so. Genau, und das ist also, wollen wir es klammern? Ja, klammern wir es mal. So, das ist das da. Und das ist Lambda I mal VI. Das heißt, VI ist tatsächlich ein Eigenvektor zum Eigenwert Lambda I. Oder es ist zumindest ein Vektor, der auf das Lambda I-fache von sich selber abgebildet wird. Warum bilden jetzt diese VIs eine Basis? Und damit sind sie dann natürlich auch alle nicht die Nullvektoren. Warum bilden die eine Basis? Naja, weil die EIs haben eine Basis gebildet und die VIs waren die Bilder der EIs unter der Abbildung FP hoch minus 1, was ein Vektorraumisomorphismus war, weil P natürlich invertierbar ist. Ja? Gut. P hoch minus 1 auch invertierbar ist natürlich. Ja? Gut, also dass das eine Basis bildet, ist nochmal ein kleines Argument, was ich jetzt mündlich kurz gesagt habe, aber vielleicht müssen Sie daheim nochmal überlegen. Gut, okay. Machen wir nochmal Wasser auf den Schwamm. Gut. Okay. Jetzt müssen wir, also wir hatten eigentlich, ich glaube, die Diagonalisierbarkeit ist abgehandelt. Wir haben Kriterien, wann Endomorphismen von endlich-dimensionalen Vektorräumen und wann quadratische Matrizen diagonalisierbar sind. Ja? Und ich glaube, da kommt jetzt auch nichts mehr. Genau. Und eine Rolle dabei hat irgendwo in einem Beweis diese direkte Summenzerlegung in die Eigenräume gespielt, die wir da hatten in der Situation. Und bei der Trigonalisierbarkeit kann man so nicht arbeiten, statt anstelle von dieser direkten Summenzerlegung tritt dann was anderes und das kommt jetzt. Das ist eine andere, sagen wir mal, Zerlegungstechnik oder Reduktionstechnik, die auch in anderem Kontext oft wertvoll ist. Das heißt, aber es ist was ganz Einfaches, es ist ein ganz einfacher Satz. Der ist so einfach, dass ich ihn nicht Satz nenne, sondern nur Proposition. Proposition ist immer etwas, was man sich merken soll und was man selber auch beweisen kann, weil es so einfach zu beweisen ist. Ja? Gut, sei F ein Endomorphismus des Vektorraums V, ein Unterraum von F, ach so, da ein Unterraum U von V, also das ist auch eine Definition, ja, das sollten wir vielleicht im Skript auch schreiben. Definition und Proposition. Ja? So. Sei ein Unterraum U von V heißt F invariant wenn U in sich selber abgebildet wird. Ja? Zum Beispiel bei der Projektion, wir hatten in der Ebene R hoch 2, hat man diese Projektion auf eine Achse, jetzt haben wir mal auf die X-Achse, auf die erste Achse, da wäre die erste Achse invariant tatsächlich. Ja? Also da wäre der vom ersten Einheitsvektor aufgespannte Untervektorraum wäre invariant. Genau. Auch der vom zweiten Vektor aufgespannte Unterraum wäre in dem Fall invariant, weil der wird ja sogar, die werden ja sogar auf Null abgebildet. Also es ist immer noch, ist eine echte Teilmenge dann, aber ist auch eine Teilmenge. Ja?
So, also da sieht man schon, diese invarianten Unterräume sind schon interessante meistens, ja. Wenn man so einen hat, dann ist das oft nützlich. Und wenn F U invariant ist, dann kann ich Folgendes machen. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall machen kann, ich kann F auf U einschränken. Gut, das kann ich immer. Ja, wenn F von V nach V geht, dann kann ich es natürlich auf einen Untervektorraum U von V einschränken, dann geht es halt von U nach V noch. Ja? Aber ich will ja wieder einen Endomorphismus und das kann ich eben hier machen, weil wenn F von U Teilmenge U ist, kann ich den Zielvektorraum durch U austauschen. Ja? Und so ist es jetzt auch gemeint, mit der Zielmenge bin ich ja immer etwas salopp. Also, was ich hier meine, ist wirklich von U nach U. Ja? V wird abgebildet auf F von V. Also einfach dieselbe Abbildung, ja? Nur eingeschränkt. Und Zielvektorraum verkleinert. Okay? Ist dann ein Endomorphismus von U. Und dass ich das machen kann, liegt wie gesagt an der Invarianz. Und dann mache ich jetzt noch eine zweite Abbildung. Und da habe ich jetzt eine Notation erfunden. Das ist meine Privatnotation. Ich habe wie so eine Kongruenzklassen, wie so eine Restklassennotation ist das. Ja? Hat damit auch zu tun, ist aber nicht ganz wörtlich zu nehmen. Ich habe mir gedacht, wenn das eine so ist, ein Strich und dann das, diese Einschränkung schreibt man ja so, dann ist gut beim anderen den Strich horizontal zu machen und das U noch irgendwo dran zu packen. Und das hat ja auch zu tun, das wird auch zu tun haben mit den Kongruenzklassen, ist aber nur eine Notation jetzt. Und zwar geht es von V modulo U nach V modulo U, Quotientenvektorraum. Ja? Also ich weiß schon, aber mit Quotientenvektorräumen stehen traditionell viele Erstsemester auf Kriegsfuß, aber bei mir kommt man denen eben nicht aus. Also da ist schon wieder ein Quotientenvektorraum, V modulo U. Okay. Und die Abbildung soll sein, dass eine Kongruenzklasse eines Polynoms V bezüglich kongruent U, bezüglich dieser Kongruenzrelation, die durch U definiert ist, dass die abgebildet wird, dass so eine Kongruenzklasse abgebildet wird auf die entsprechende Kongruenzklasse von F von V. Also Sie sehen, auch diese Abbildung ist praktisch direkt durch F gegeben. Ja? Warum ist die wohldefiniert? Ja, damit die wohldefiniert ist, ich könnte erstmal eine Abbildung definieren von V nach V modulo U, nämlich die kanonische Surrektion. Ja? Diese Abbildung hier. Ja? Und dann könnte ich Homomorphiesatz anwenden. Nämlich, was ist denn der Kern von diesem Homomorphismus? Der Kern ist genau U natürlich. Ja? Und im Homomorphiesatz, wenn wir einen Vektorraum haben, der im Kern, oder ich könnte sogar, ja, der Kern ist U. Nee, Quatsch. Da hab ich Quatsch gesagt. Der Kern wäre U, wenn ich das da mache. Das ist die kanonische Surrektion. Entschuldigung. Das wäre die kanonische Surrektion. Das, was ich jetzt hingeschrieben habe, ist nicht mehr die kanonische Surrektion. Ja? Aber es ist auf jeden Fall eine wohldefinierte lineare Abbildung. Da gibt es gar keinen Zweifel. Es ist nämlich die Hintereinanderschaltung. Ich schalte die kanonische Surrektion hinter F. Ist natürlich auch wieder linear, Verkettung von linearen Abbildungen. Also da gibt es keinen Zweifel über die Wohldefiniertheit. Was ist der Kern davon? Naja, ich weiß zumindest, dass U im Kern enthalten ist. Ja? Weil U wird von F wieder in U abgebildet und dann die Kongruenzklasse macht das zum Nullvektor im Quotientenvektorraum. Also U ist im Kern enthalten und in der Situation können wir ja unseren Homomorphiesatz benutzen. Und können hier im Definitionsvektorraum durch das U teilen. Ja? Und kriegen hier einen wohldefinierten Homomorphismus. Ja? Also das war nochmal Homomorphiesatz, was auch schon wieder länger her ist. Ja? Wegen Homomorphiesatz haben wir hier einen wohldefinierten Homomorphismus. Und auch hier haben wir wieder aus Endomorphismus, und auch hier haben wir wieder ausgenutzt, dass U
das f von u Timing u ist. Auch hier haben wir das wieder ausgenutzt. Ja? Also die beiden Sachen kriegen wir. Das sind wohl definierte Endomorphismen. Ja, und ich hoffe, Sie kommen doch ein bisschen auf den Geschmack von Quotientenvektorräumen, Quotientenstrukturen allgemeiner. Mein, auf die erste Idee wäre jeder gekommen, ja, dass man diesen Endomorphismus definieren kann. Auf die zweite wäre, wenn Sie von Quotientenvektorräumen keine Ahnung haben, kommen Sie da nicht drauf. Ja, und dann kommen Sie auch nicht auf viele Ideen. Ja. So. Ach so. Das sind wohl definierte Endomorphismen. Ja. Das ist klar für f eingeschränkt auf u. Und für den anderen habe ich den Beweis schon erzählt. Ja. Ich habe es schon erzählt. Ja. Es steht im Skript. Mündlich. Für das da. In beiden Fällen benutze ich das f von u Timing u ist. Okay. Also wenn ich so einen invarianten Unterraum habe, dann kann ich ja jetzt, was haben wir denn früher gemacht bei der Diagonalisierbarkeit? Da haben wir irgendwie eine direkte Summenzerlegung gehabt, irgendwo im Beweis mal, ja, in die Eigenräume. Und dann haben wir Basen der Eigenräume gewählt und haben dann diese Basen vereinigt. Was wir hier jetzt machen könnten, ist, wir nehmen eine Basis von U und ergänzen die zu einer Basis von V. Und die Kongruenzklassen der ergänzenden Vektoren modulo U bilden dann eine Basis von dem Quotientenvektorraum V modulo U. Das ist jetzt, was wir stattdessen machen. Und das wird die entsprechende Idee von damals ersetzen. Ja? Die ich jetzt gerade wegwische da unten. Gut. Okay. 10-3-7 Lemma. Sein V ein Vektorraum, F ein Endomorphismus von V und U ein F-invarianter Unterraum von V. Gut, jetzt nehme ich eine Basis von U, oder ich setze voraus, dass ich eine habe. Weiter sein m und n in n0 mit m kleiner gleich n. Und diese Basis, ich setze voraus, dass ich die ergänzt habe, dann zu einer Basis von V sozusagen. Also ich schreibe einfach hin, ich habe eine Basis V1 bis Vn. Ach so, na okay. Okay, die Logik ist hier anders, Entschuldigung. Egal. Ich habe diese Basis, so dass U erst einmal U soll U unterstrich soll die geordnete Basis V1 bis Vm von U sein. Soll eine Basis von U sein. Das ist noch so, wie ich es erzählt habe. Und jetzt geht es ein bisschen anders weiter. Nämlich W soll bestehen aus den Kongruenzklassen modulo U, natürlich, schreibe ich jetzt gar nicht mehr hin, der restlichen VIs. Und das bildet eine Basis, dass ich setze voraus, dass das eine Basis von V modulo U ist. Ja, und jetzt die Logik geht so, dass ich dann sage, dann ist V gleich V1 bis Vn eine Basis
von V. Und M von F, V ist von der Gestalt. Und was ich jetzt kriege, ist nicht der Dreiecksgestalt, sondern Blockdreiecksgestalt mit eine 2 Kreuz 2 Blockmatrix, die Blockdreiecksgestalt hat. Ja. Das heißt, ich habe links oben den Block MF eingeschränkt auf U, U. Die Darstellungsmatrix von der Einschränkung von F auf U bezüglich der Basis U von Groß U. Das ist natürlich eine M-Kreuz-M-Matrix, weil U M-dimensional ist. Das ist eine M-Kreuz-M-Matrix. In dem Block unten habe ich die Darstellungsmatrix von M horizontaler Balken U, W. Wie könnte es anders sein, ja? Das ist natürlich eine N-M-Kreuz-N-M-Matrix. Ja? Von daher wird das sicherlich eine N-Kreuz-N-Matrix sein. Jetzt müssen nur diese Blöcke müssen die geeignete Größe haben. Also das wäre dann eine M-Kreuz-N-M-Matrix. Und da kümmere ich mich nicht darum, was drinsteht. Da darf irgendwas drinstehen. Da behaupte ich nichts drüber. Aber ich behaupte, dass da unten Nullen stehen. Das ist der Witz dran, ja? Dass da unten Nullen stehen. Und der Beweis, also V ist Basis von V nach 8, 1, 11. Sowas hat man offenbar schon, das habe ich jetzt vergessen, hat man offenbar schon genau behandelt, die Situation. Wahrscheinlich hat man damals auch die Umkehrung, wenn U eine Basis von U ist und V eine Basis von V, dass dann die ergänzenden Vektoren hier eine Basis vom Quotientenvektorraum sind. Deshalb habe ich auch, als ich es erzählt habe, bin ich da ein bisschen durcheinander gekommen. Also das muss alles in 8, 1, 11 stehen. Und jetzt schauen wir uns an, wie die Matrixdarstellung ist. Sei nun J aus 1 bis N und Lambda 1 bis Lambda N die J-te Spalte von M von FV. Und da müssen wir dann sicherlich unterscheiden später, ob wir eine der ersten M-Spalten betrachten oder eine der restlichen. Ja? Im Moment unterscheide ich das noch nicht. Also sei das die J-Spalte von M von FV, dann ist F von VJ gleich Summe I gleich 1 bis N Lambda I VI. Okay. Ja, weil ja in der J-Spalte stehen ja die Koordinaten von dem Bild des J-Basisvektors bezüglich dieser selben Basis. Ja. Okay. Okay, das heißt, jetzt unterscheiden wir die Fälle. Also ist J in 1 bis M, so ist natürlich VJ in U. Ja? Die ersten MVJs bildeten ja eine Basis von U, dann ist insbesondere VJ in U. Also ist F von VJ, weil U F invariant ist F von VJ in U. Ja? Und das heißt, F von VJ kann dann natürlich als Linearkombination der Basis dieser Elemente hier dargestellt werden. Ja? Und diese Lambda-Is sind hier ja eindeutig, weil die VIs eine Basis von Groß V bildeten. Das heißt, dann geht es gar nicht anders, als dass die Lambda M plus 1 bis Lambda N 0 sind. Ja? Gut. Also F von VJ, Entschuldigung. Und daher, okay, das war auch in der Evaluation. Ja, dass ich dann manchmal die Tafel nicht mehr wische. So. Und daher, da stand dann irgendwie, es ist offensichtlich ein Zeitproblem, das ist es auch. So, und daher stand Lambda M plus 1 gleich und so weiter gleich Lambda N gleich 0. Okay?
Genau. So. Und damit haben wir gezeigt, dass, ja genau, und okay. Und ja, okay, ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt nichts dazu geschrieben tatsächlich. Also damit ist klar, dass hier die Nullen sind. Ich habe jetzt tatsächlich nichts dazu geschrieben, warum da oben diese Darstellungsmatrix auftaucht. Aber ich glaube, das sehen Sie auch selber, ja, weil in dieser Darstellungsmatrix steht ja in der J-Spalte von dieser Darstellungsmatrix stehen ja die Koordinaten des Bildes des J-Basisvektors von dieser Basis. Ja, und ich meine, man sieht es ja, es ist klar. Ja. Gut, also. So, okay. Und ist der andere Fall ist J in M plus 1 bis N. Okay, dann ist, jetzt nehme ich den anderen Balken natürlich, F oben Balken U, F vertikal Balken U von VJ ist ja dann, F ist nach Definition von dieser Abbildung das da, die Kongruenzklasse von F von VJ. Und F von VJ war ja die Summe von I gleich 1 bis N Lambda I VI. Und darüber die Kongruenzklasse. Und die Kongruenzklasse kann ich ja dann reinziehen, die Kongruenzklassenbildung. Das ist also die Skalarmultiplikation in diesem Quotientenvektorraum V modulo U und das ist die Addition dort. Gut, und das ist die, ja, und da werden, da steht oft der Nullvektor. Die ersten m-Glieder von dieser Summe sind der Nullvektor. Weil VI, weil wenn VI dann ja für kleines i ist VI in U und dann ist diese Kongruenzklasse 0 und Lambda I mal 0 ist dann auch 0 in diesem Quotientenvektorraum. Also habe ich hier die Summe von I gleich M plus 1 bis N. Lambda I Kongruenzklasse von VI. Okay? Und so sehe ich, dass ich habe ja nichts darüber behauptet, was die ersten Lambda Is sind. Ich habe jetzt nicht gesagt, die sind 0 oder sowas. Ja. Da ist ja ein Stern auch. Und was ich zeigen muss, ist aber, dass die unteren Lambda Is sozusagen diejenigen, die Einträge von dieser Darstellungsmatrix sind. Und das habe ich gezeigt. Ja. Weil ja der J-Basisvektor von der Basis W, oder na, nicht der J, aber Sie wissen, ja, also nicht der J, aber weil halt der entsprechende Basisvektor der Basis W hier auf dieses Ding geht. Ja, es, man muss mit den Indizes aufpassen. Also schauen Sie es daheim nochmal an. Das zeigt, dass hier genau diese Darstellungsmatrix auftaucht. Okay? Gut. So, und jetzt haben wir das Handwerkszeug, um Kriterien für Trigonalisierbarkeit zu beweisen, die ganz ähnlich sind, sogar noch einfacher wie die für Diagonalisierbarkeit. Gut, das Handwerkszeug war ein bisschen schwieriger, aber die Kriterien werden dann noch einfacher. 10.3.8 Korollar ist F ein Endomorphismus eines endlich dimensionalen Vektorraums V und U ein F-invarianter Unterraum von V, dann ist Hi F,
das charakteristische Polynom von f ist das charakteristische Polynom von f eingeschränkt auf u mal das charakteristische Polynom von f vertikaler Balken u. Okay? Warum? Naja, da muss ich nichts beweisen, weil ich eben diese, ich nehme so eine Darstellungsmatrix, aha, okay. Ja, also ich wähle eine Basis von u und ich wähle eine Basis von v modulo u. Und dann definiere ich diese Basis und dann nehme ich diese Darstellungsmatrix und dann rechne ich mit Hilfe dieser Darstellungsmatrix das charakteristische Polynom aus. Dann muss ich hier überall x auf der Diagonale abziehen. Die Diagonale von der großen Matrix ist aber die Diagonale von der kleinen, von diesem Block und die Diagonale von diesem. Das heißt, ich ziehe letztlich hier x ab und hier x ab. Dann muss ich die Determinante ausrechnen, aber die Determinante von so einer Matrix im Block Dreiecksgestalt ist das Produkt der Determinanten der Diagonalblöcke. Das heißt, ich kriege hier das charakteristische Polynom von dieser Matrix mal das charakteristische Polynom von dieser Matrix, aber das ist das charakteristische Polynom von den entsprechenden Endomorphismen hier. So, das heißt, wann immer Sie einen invarianten Unterraum haben von einem endlichdimensionalen Vektorraum und der ist nicht der ganze Raum und der ist nicht der Nullvektorraum. Ja, der ganze Raum und der Nullvektorraum sind immer invariante Unterräume, das ist langweilig. Aber wenn Sie einen nicht langweiligen invarianten Unterraum haben, dann wissen Sie sofort, dass das charakteristische Polynom sich aufspalten lässt, ja? In nicht trivialer Weise. Dann wissen Sie, das ist natürlich auch schon. Ja? Also wenn Sie das charakteristische Polynom ausrechnen und Sie sehen, das lässt sich nicht aufspalten, zum Beispiel Sie kriegen raus, Sie haben k gleich, der Körper ist die reellen Zahlen, und das charakteristische Polynom von Ihrem Endomorphismus ist x² plus 1, dann wissen Sie, das kann man nicht aufspalten, sonst müssen Sie nämlich eine Nullstelle haben, ist ja klar, weil es quadratisch ist. Ja? Gut. Müsste es eine reelle Nullstelle haben. So. Dann wissen Sie auch, da gibt es keinen invarianten Unterraum. Ja? Das war nur ein Beispiel jetzt. Ja? 10.3.9 Satz. So, und das ist das Entsprechende, was wir für Diagonalisierbarkeit hatten, haben wir jetzt für Trigonalisierbarkeit. Sei f ein Endo eines endlich dimensionalen Vektorraums V, dann sind folgende Aussagen äquivalent. A, F ist trigonalisierbar. Chi F zerfällt, zweite Aussage, Chi F zerfällt. Ja. Bei Diagonalisierbarkeit hatten wir dann Chi F zerfällt und die algebraischen und geometrischen Vielfachheiten stimmen überein. Das können wir hier weglassen. Deshalb ist hier jetzt einfacher nur. Ja? Und C. Ja, und Trigonalisierbarkeit heißt ja, dass es eine Basis gibt, bezüglich der die Darstellungsmatrix von F obere Dreiecksgestalt hat. Und jetzt, damals hatte ich ja schon gesagt, ich hätte auch untere nehmen können und das kommt jetzt raus. Weil ich schreibe jetzt noch dazu, es gibt eine Basis, in der sie untere Dreiecksgestalt hat. Ja? Es gibt eine geordnete Basis V von V mit M von FV in unterer Dreiecksgestalt. Gut, Beweis ist nicht schlimm. Beweis ist gar nicht mehr schlimm. Beweis. A daraus folgt B. Ist sehr einfach. Ist nämlich ist V eine geordnete Basis von V, bezüglich derer die Darstellungsmatrix von F
obere Dreiecksgestalt hat. Das war die Definition von der Trigonalisierbarkeit. Dann ist hier F. Ja, haben wir obere Dreiecksmatrix. Jetzt muss ich, um das charakteristische Polynom zu berechnen, muss ich auf der diagonalen x abziehen. Minus die unbestimmte x. Ja, dann ist es aber immer noch in oberer Dreiecksgestalt. Jetzt ist halt eine Matrix über dem Ring, über dem Polynomring. Und dann bilde ich die Determinante von dieser Matrix über dem Polynomring. Und weil das obere Dreiecksgestalt hat, das Produkt der Diagonaleinträge. Okay? Gut, also Produkt i gleich 1 bis n, Lambda i minus x. Ja, das ist minus 1 hoch n mal Produkt i gleich 1 bis n, x minus Lambda i. Also zerfällt das charakteristische Polynom. Gut, dann zeigen wir, dass a gilt genau dann, wenn c gilt, also dass, dass es eine Basis gibt, bezüglich derer man obere Dreiecksgestalt hat, genau dann, wenn es eine gibt, bezüglich derer man untere Dreiecksgestalt hat. Und es wird so laufen, dass ich einfach eine Basis nehme und die umdrehe, einfach von hinten lese. Dann ist sie natürlich wieder eine geordnete Basis und die tut es dann. Ja, das ist, auf das wären Sie wahrscheinlich selber auch gekommen, auf diesen Trick. A genau dann, wenn C. Das wäre so, so eine schöne Klausuraufgabe gewesen, die kann ich jetzt nicht mehr stellen. Gell? So, ist V gleich V1 bis Vn eine Basis von V. So ist auch W gleich Vn bis V1 eine solche. Ja, da habe ich schon mal erzählt, das war, wo ich studiert habe in Passau, da war das mal eine Klausuraufgabe. Nur das da. Und das hat fast keiner hingekriegt. So, dann ist die war zu einfach wahrscheinlich, ja. Also für manche wahrscheinlich immer noch zu schwierig und für die guten Leute zu einfach. Und es gilt M von F V hat obere Dreiecksgestalt. Genau dann, wenn M von F W hat untere Dreiecksgestalt. Hat untere Dreiecksgestalt. Also ich überlasse das Ihnen. Ja. Also das ist gute Vorbereitung auf Klausur, dass Sie selber sich vergegenwärtigen, warum das so ist. B daraus folgt A. Okay, jetzt was haben wir? A daraus folgt B. B ist äquivalent zu C. Jetzt gehe ich mit B zurück nach A. Dann haben wir alles. Und da mache ich eine Induktion. Das ist natürlich das Interessante hier. Ja? Da mache ich eine Dimension, eine Induktion nach der Dimension von V. Nach der Dimension des Vektorraums. Das heißt, ich beweise es erstmal für den nulldimensionalen Vektorraum. Und dann mache ich den Induktionsschritt. Also wenn, hier, wenn V nulldimensional ist, dann ist es ja der Nullvektorraum und das hier F ist ja dann, hat dann den Grad 0, ist nämlich das konstante Polynom minus 1 hoch 0, ist also das Polynom 1. Und also hier habe ich vorausgesetzt, dass es zerfällt. Es zerfällt natürlich automatisch, aber ja, egal. Weil es muss 1 sein, aber es zusätzlich wäre noch vorausgesetzt, dass es zerfällt. Und jetzt müssen wir zeigen, dass F trigonalisierbar ist. Ja, welche Basis nehmen wir vom Nullvektorraum? Da gibt es nur eine Basis, die leere Basis. Okay. Also da gibt es keine Idee, keine Beweisidee. Da müssen wir nur schauen, wenn wir jetzt die leere Basis nehmen, okay, dass dann die dann die Darstellungsmatrix ist dann bezüglich der leeren Basis ist die leere Matrix und die leere Matrix hat obere Dreiecksgestalt. Ja? Die Nullkreuz-Null-Matrix ist eine obere Dreiecksmatrix.
weil unterhalb der Diagonalen nur Nullen stehen. Es gibt ja keinen Eintrag unterhalb der Diagonalen. Ja? Gut, dann Induktionsschritt. Von n minus 1 nach n. Für jedes n in n muss ich, also für jedes n größer gleich 1 dann natürlich, damit ich von 0 nach 1, von 1 nach 2 und so weiter komme. Gut, sei also, nehmen wir einen Vektorraum von der Dimension größer gleich 1, sei V ein K-Vektorraum mit Dimension V gleich n und F ein Endomorphismus. Es zerfalle das charakteristische Polynom. Und jetzt muss ich zeigen, F ist trigonalisierbar und als Induktionsvoraussetzung weiß ich, dass das der Fall ist, für dass die entsprechende Aussage gilt für Endomorphismen von einem n-1 dimensionalen Vektorraum. Wie finde ich denn jetzt einen Endomorphismus eines n-1 dimensionalen Vektorraums, der mit F zu tun hat? Naja, ich wende da oben diese Proposition an und ja, dann müsste man zum Beispiel einen n-1-dimensionalen invarianten Unterraum finden. Das könnte schwierig werden. Aber da wüsste ich nicht warum. Oder man könnte versuchen, dass man U eindimensional wählt, weil dann ist V modulo U ist dann n-1-dimensional, also n-1-dimensional. Ja. Die Dimension von V modulo U plus die Dimension von U ist die Dimension von V, das hatten wir mal. Ja? Also wenn U eindimensional ist, ist V modulo U n-1 dimensional. Okay. Und warum finde ich einen eindimensionalen invarianten Unterraum? Naja, weil es gibt einen Eigenvektor und dieser Eigenvektor spannt einen eindimensionalen Eigenraum auf und ein eindimensionaler Eigenraum. Aha, okay. Das stimmt ja gar nicht. Der muss ja gar nicht, ich muss jetzt erstmal lesen im Skript. Doch, da steht, das wäre invariant. Doch. Wenn ich einen Eigenvektor nehme, ist ja trivial. Wenn ich einen Eigenvektor V nehme, dann gilt der F von V gleich Lambda V für ein Lambda aus dem Körper. Und dann ist natürlich der Spann von V, der ist dann F-invariant, ja, weil der Spann von V besteht ja aus dem μ mal Vs. Und F von μ mal V ist ja μ mal F von V. Und das ist μ mal Lambda F von V. Ist also wieder ein Vielfaches von, ja, dann ist der Spann von V natürlich invariant. Stimmt schon. Also es zerfalle ich chi f und weil n größer gleich 1 ist, ist der Grad von chi f ist ja n, ist also größer gleich 1. Also es gibt mindestens einen Linearfaktor, damit gibt es mindestens eine Nullstelle, damit gibt es mindestens einen Eigenwert. Ja? Und zu diesem Eigenwert gibt es einen Eigenvektor. Das heißt, wähle einen Eigenvektor v1 von f. Aha, okay. Das war zu schnell, ich habe es zwar mündlich alles gesagt, aber ich sollte auch was schreiben. Wegen n größer gleich 1 hat dann chi f eine Nullstelle, Lambda in k. Ja, da habe ich noch nicht, ich habe nur benutzt, dass eine Nullstelle hat. Ich habe noch nicht voll benutzt, dass es zerfällt. Ja, eine Nullstelle hat zwar, es zerfällt, aber... Irgendwo werde ich wohl noch benutzen müssen, dass chi f zerfällt, wirklich. Im Moment habe ich es nur teilweise benutzt. Also ich finde eine Nullstelle Lambda in k. Dann wähle einen Eigenvektor v1 von f zum Eigenwert Lambda. Zu jedem Eigenwert gibt es einen Eigenvektor. Dann habe ich ja vorher, wo ich gerade dran gezweifelt habe, aber was stimmt, der Spann von V1 ist F-invariant natürlich. Okay, und ich kann, und V1 ist ja dann nicht der Nullvektor, weil es ein Eigenvektor ist und damit ist,
Der Vektor V1 linear abhängig als einzelner Vektor, linear unabhängig. Und der bildet dann natürlich eine Basis, eine geordnete Basis mit nur einem Eintrag von U. Das ist trivial, weil er nicht, ja. Und die Darstellungsmatrix von F eingeschränkt auf U in dem Sinne da oben, als Endomorphismus bezüglich U, ist natürlich die 1 Kreuz 1 Matrix, die nur Lambda als Eintrag hat, sieht man auch sofort. Und das charakteristische Polynom von F eingeschränkt auf U ist natürlich Lambda minus X. Okay, jetzt geht mir tatsächlich wieder der Platz aus. Ja, Vorlesungsaufzeichnung, das schaffen wir noch. Gut. So. Jetzt ist Chi F. Jetzt habe ich diese tolle Aufspaltung von Chi F natürlich, ja? Weil ich ja diesen invarianten Unterraum habe. Chi F ist so, Chi F ist Chi F eingeschränkt auf U mal Chi F oben Balken U, und das ist Lambda minus X mal Chi F oben Balken U, und da muss auch dieses Ding zerfallen, ja? Weil wenn das nicht zerfallen würde, dann hätte es einen Faktor, dann gäbe es einen Faktor, einen Teiler im Polynomring von diesem Ding, was mindestens den Grad 2 hat, ja? Und was keine Nullstellen mehr hat, ja? Ja? Weil sobald es eine Nullstelle hätte, könnte ich ja wieder einen Faktor abspalten. Okay, und dann würde auch das nicht zerfallen, ja? Denken Sie nochmal drüber nach. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich noch mehr dazu sagen. Es ist wirklich einfach, dass das dann auch zerfällt, okay? Und die Dimension von V modulo U ist n minus 1, das hatte ich vorher schon erwähnt, nach Sachen, die wir schon hatten. Und es gibt dann nach Induktionsvoraussetzung, wende ich an auf diesen Endomorphismus F oben Balken, F vertikal Balken, dann gibt es nach Induktionsvoraussetzung eine Basis W Unterstrich gleich V2 quer bis Vn quer von V modulo U. Ja, ich habe diese Kongruenz, es müssen ja Kongruenzklassen sein, und die habe ich gleich durch Vertreter V2 bis Vn geschrieben. Ja, also die V2s sind irgendwelche Vertreter, die muss es ja geben für die Kongruenzklassen. Derart, dass M von F oben Balken W obere Dreiecksgestalt hat. Das war Induktionsvoraussetzung. Und nach 10, 3, 7 kann ich diese beiden Sachen zusammensetzen. Ist dann, jetzt nehme ich V gleich V1 bis Vn, eine Basis von V. Und die Darstellungsmatrix von F bezüglich V ist oben dieser 1 Kreuz 1 Block mit Lambda, hier irgendwas und hier M von, und hier dieser große Block mit der Darstellungsmatrix von M vertikal, und das hat obere Dreiecksgestalt, weil ja, weil natürlich dieser Block, dieser große Block obere Dreiecksgestalt hat. Fertig. Jetzt 10, 3, 10 ist jetzt der entsprechende Satz, den wir für Matrizen hatten zur Diagonalisierbarkeit, der steht hier noch. Den können wir jetzt natürlich auch für Trigonalisierbarkeit.